Erneut gibt es Details um die Hintergründe der Verhaftung des stellvertretenden Direktors der Hauptbank, Mehmet Hakan Atilla, in den USA. In der 40-seitigen Anklageschrift gegen den ebenfalls in den USA in Haft sitzenden Geschäftsmann Reza Sarab sind Telefonschnitte sowie die Aussagen zweier Informanten aufgeführt. So soll hinter der als Informant 2 aufgeführten Person der Vorgesetzte von Atilla stecken, der an das FBI Informationen weitergeleitet haben soll. Jetzt sind Diskussionen entbrannt, ob tatsächlich der ehemalige Chef der Hauptbank, Süleyman Aslan, dahinter steckt, der zuvor zu Hause Millionen von Dollar versteckt hatte. Der Anwalt des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn teilte mit, dass sein Mandant vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aussagen wird, wenn für ihn Immunität garantiert wird. Es wird erwartet, dass Flynn dabei über die Geheimabsprachen mit türkischen Offiziellen berichtet. Gegen Flynn gibt es Vorwürfe, dass er mit türkischen Ministern gegen Geldzahlung über eine Entführung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen verhandelt haben soll. Nach einem Bericht der britischen Financial Times hat der Besuch von US-Außenminister Rex Tillerson in der Türkei die Spannung zwischen beiden Ländern nicht abgebaut. Es wurde erwartet, dass nach der US-Präsidentschaft von Donald Trump die Beziehungen zwischen beiden Ländern sich verbessern. Diplomaten in Ankara seien deswegen enttäuscht. Der Geheimdienstausschuss des US-Senats hat heute seine Arbeit mit der Diskussion der Beziehung zwischen US-Präsident Trump und Russland aufgenommen. Die NATO und Russland sind beim Thema Ukraine wieder aneinander geraten. Generalsekretär Stoltenberg hat bei dem Treffen der NATO-Außenminister erläutert, dass der Dialog mit Russland an Bedeutung verliert. Zudem sei die Unterstützung für die Ukraine von den Aktionen Russlands abhängig. Im Rahmen der Ermittlungen zu den per Dekret geschlossenen Bildungseinrichtungen wurden in 18 Städten 98 Personen verhaftet. Beim Bildungsministerium gibt es Änderungen zum Thema Schreiben lernen. Bildungsminister Ismet Yılmaz will die Schreibschrift an Schulen durch die Druckschrift ersetzen. Begründet wird das damit, dass die Schreibschrift Schüler überfordere. Bei der Stimmabgabe zum Verfassungsreferendum in der türkischen Botschaft in Brüssel ist es zu einem Zwischenfall gekommen. 3 Personen wurden dabei verletzt. Der Verfassungsschutz in Deutschland fürchtet, dass auch in Deutschland zwischen radikalen und nationalistischen Türken und Kurden ebenfalls Gewalt ausbrechen könnte. In Akıncılar, einem Vorort von Sivas, ist eine Person in ein Café gestürmt und hat gerufen, ob es dort jemanden gäbe, der beim Verfassungsreferendum mit einem Nein abstimmen werde. Da ein 62-Jähriger sich gegen das Verhalten des Mannes empört hatte, wurde dieser mit einem Schrottgewehr erschossen. In Mardin soll es sexuelle Übergriffe gegen 50 Schülerinnen durch eine Putzkraft der Schule gegeben haben. Der Beschuldigte wurde verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt.